Das sind die zwei häufigsten Fehler, die Anfänger beim Kraulbeinschlag machen. Machst du sie auch? Damit dir das Kraulschwimmen so richtig einfach fällt und du wirklich gut vorankommst, ist der richtige Beinschlag dafür essentiell. Dabei gibt es vor allem zwei Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest. Der erste Fehler ist der Beinschlag nur aus dem Unterschenkel. Du siehst hier sehr gut, dass man gar nicht vorankommt. Stattdessen ist es viel besser, wenn der Beinschlag eher aus dem Oberschenkel kommt, da du dort deutlich mehr Kraft hast. Der zweithäufigste Fehler ist der Beinschlag mit einem angezogenen und steifen Fußgelenk. Gerade Anfänger verkrampfen bei dem Beinschlag oft und spannen die Füße zu sehr an, wodurch sie dann sehr schlecht vorankommen. Stattdessen sollten sie die Fußgelenke locker halten und die Zehen unbedingt nicht nach unten zeigen, sondern nach hinten. Probier es gerne mal aus beim nächsten Training und schreib drunter in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert hat.